Willkommen zurück bei Hearthstone und schon wieder habe ich die erste Runde total vergeigt. Also gehen wir auf Spielen und hoffen auf das Beste. Wir sehen uns gleich wieder im Spiel. Jaina gegen Rexha. Gut, wir haben Rexha. Also einer, der mich direkt... Wir sind zuerst dran. Also einer, der mich gleich direkt von Anfang an angreifen kann. Wir nehmen natürlich die beiden weg. Bringt mir gar nichts. Ich spiele ihn als erstes und dann bin ich erstmal fertig. Okay. Benötigt ihr einen Segen? Fertig. So, er holt sich erstmal ein bisschen Mana. Hat damit 3 zur Verfügung, holt sich einen 1-4er Spot. Gut. Gibt Schlimmeres. Ja. Können leider nicht so viel Schaden machen, wa? Und den Opfern will ich ungerne nochmal dessen Fähigkeit verwenden. Wir sind verdammt langsam. Das gefällt mir gar nicht, dass wir so langsam sind. Und was hat er? Er hat jedes Mal plus 1, wenn ein Geheimnis aufgedeckt wird. Okay, er greift mich damit direkt an. Da war ich doch überrascht. So, dann würde ich sagen. Und fertig. Ich weiß, wir haben noch das, aber das will ich, das versuche ich dann als Removal zu nutzen. Oh, okay, er kann. Okay, er kann mich direkt anschreifen. Ja. Fertig. Sehr schön. Benötigt ihr einen Segen? 6 Schaden. Fertig. Also vor dem brauche ich jetzt keine Kopie machen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Nehmt das! Also das fängt wieder an zu nerven dann. Okay, jetzt könnten wir ein Schweigen bringen. Könnten ein einfrieren. Das ist Kampfschrei, dann wird er leider nicht. Okay, warte mal kurz. Weil wir echt 2 Remove gegen die einsetzen? Okay. Fertig. Wildtiere haben Ansturm. Na gut. Ja, müssen den hier nehmen. Vielleicht auch nicht das Beste gewesen.
zittert vor der Macht Sturmwind. Okay. Tretet bei. Das war's. Oder sterbt. Oder beides. Genau, oder beides. Für Nasjata. Okay. Wer ist der Nächste? Der Kreuzzug. Ja. Bin immer gespannt. Problem ist, er hat Kartenvorteil und darauf habe ich überhaupt gebockt. Ah, ein stummes kurzes Schild. Schließt euch uns an, oder sterbt. Ich hörte, ihr habt ein Problem. Okay. Sieht gut aus, Leute. Sein, er hat jetzt vernichte alles. Wein mit Spott. Er zittert vor der Macht Sturmwind. Dämlich ist das denn? Ach man, jetzt bin ich wieder kurz davor, da zu verlieren. Ey, nee. Problem gelöst. Jetzt fällt er sich auch noch ein mit Verstohlenheit rein. Oh Gott. Wo sind die Mass Removal, wenn man sie mal braucht? Ja, toll. Ach, das sieht doch nicht gut aus. Gut gespielt. Die sind auch viel zu langsam. Das ist ein großes Problem. Und Kartendraw ist auch nicht so besonders. Ah, schon wieder verloren. So. Gut, aber wir spielen noch eine Runde und hoffen mal auf einen Sieg. Ey, das mit der Arena ist jetzt langsam wirklich ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ich muss mir echt bessere Decks zusammenstellen. Ja, würdiger Gegner. Jaina gegen Thrall. Ach, ja. Eure Zeit ist gekommen. Ihr habt es so gewollt. Ja, der ist ganz gut am Anfang. Oder? Doch, Flamber. Der Gegner ist jetzt. Okay. Ja, jetzt können wir nichts machen. Fertig. Und dann Stürmer. Vor allem mit Ansturm brauche ich jetzt nicht den Mass Removal einsetzen. Ich kann das
das Mana schmecken. Das war's. Vielleicht. Naja, mal gucken. Vielleicht bringt es ja was. Boah, nee, echt. Musste das sein? Das war's. Vor allem, wenn er hier irgendwas ranbeschwört, dann sind die auch stärker. Allein wenn er einen Totem macht. Mann. Wir haben auch zu wenig Spottkreaturen und Spott, die aufheben, schweigen, Spott, das sind so die wichtigsten Sachen mit. Mass Removal, wie später. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Pff. Ja. Müssen wir machen. Finde ich aber auch nicht so praktisch. Ein Schadenspunkt auf jeden Gegner. Das ist jetzt auch nicht mehr so prickelnd da. Das war letztes Mal ganz gut geholfen, aber... Windzorn? Fängt aber zu nerven, wa? Benötigt ihr einen Segen? So. Diese Runde haben wir den. Ist aber auch nicht so praktisch, ganz ehrlich. Jetzt haben wir schon wieder einen Spotter-Gegner. Wir könnten einen Schaden machen zu allen. Wir könnten den mit dem Feuerball zerstören sonst und könnten nochmal weiter Leben buffen. Was soll ich nur tun? Ja, das überlege ich mich auch gerade. Ich hoffe, dass es nicht ein Fehler ist. Okay. Benötigt ihr einen Segen? Okay. Fertig. Hey, super. Klar. Na gut. Der sollte, wenn er mich direkt angreifen. Als andere wäre fatal für ihn. Boah. Langsam nervt er aber gewaltig. Die Wahrheit ist mein Schild. So, fertig. Das Licht beschützt mich. Noch einen mit Gottes Schild. Ja, du musst mich trotzdem angreifen. Ist kein Schweigen. Ich bin immer noch da. Ein Fehler.
Das war auch nicht gut. Ich wollte eigentlich was anderes spielen. Okay, überlegen wir mal kurz. Was ihr wolle! Bereit zum Ausritt! Jetzt kommt schon wieder die Nervensporte. Ah. So ist gut. Jetzt haben wir schon wieder einen Windzorn-Typen. Mhm. Windzorn gefällt mir ganz und gar nicht. Gerade, ob wir irgendwie mal zwei loswerden können. Was am besten wäre. Benötigt ihr einen Segen? Mehr Training? So, einigermaßen interessant bei der ganzen Geschichte ist, dass der Ansturm ein Gottesschild hat. Verstohlenheit. Ich hörte, ihr habt ein Problem. So. Leider erhöht euer Angriff sich nicht. Habe ich den nicht direkt angegriffen? Habe ich den verpeilt schon wieder? Mann. So, Gottes Schild. Problem gelöst. Für den Kreuzzug! Mehr Training, mehr Training. Ich probiere es einfach mal. Wird verdammt knapp. Verdammt knapp. Aber wenn er jetzt keine Kreatur von mir richtig zerstört. Ja, der hat aber keinen Ansturm. Was ihr wolle! Ja, klar, er muss natürlich eine Spottkreatur bekommen. Aber ich habe auch eine Sportkreatur.
Schließt euch uns an oder sterbt. Mehr Training? Problem gelöst. Ihr könnt nicht vorbei. Schon wieder eine Sportkreatur. Ein Glück. Ich habe ein riesiges Gewehr. Mehr Training. Gott, hab ich ein Glück gehabt. Das Deck ist so kacke, was ich aufgebaut habe. Mann. So, wow, ein Sieg. Hey, toll. Daumen hoch dafür. Ja. Wir gehen in das nächste Spiel. Vielleicht kriegen wir noch einen Sieg hin. Juhu. So, weniger Gegner ist gefunden und es ist Rexa. Gegen Rexa. Er wird wahrscheinlich wieder mit seinen Biestern aufkommen. Ihr habt es so gewollt. So, wir sind als zweites dran. Gegner wählt noch aus. Soll er machen? Würde ich vielleicht auch gleich mal einsetzen am Anfang. Für den hier. Ihr könnt nicht. Okay. Erhöhen wir mal von dem Spotter ein bisschen die Lebenspunkte. Je länger das dauert, desto... Jetzt bleibe ich gerade hängen. Je länger das dauert, bis er irgendwas Ordentliches spielt, desto mehr Lebenspunkte hat er. Oh, der Drache. So. Sehr gute Sache. Mehr Training. Fertig. Ja, kannst du nur meinen Spotter angreifen. Ein bisschen hohen Angriff. Ich frage mich, ob... Ach so. So willst du es also angehen. Natürlich auch ziemlich geil. Könnten jetzt auch sofort auf den drauf schießen. Ich frage mich, ob... Ich... Mehr Training. Das war's. So, ich bin mal gespannt. Wie er sich entscheidet. Pandaria wird uns gehören. Auch ein Spotter. Ja, immer mal. Mich vernichtet es nicht. Es heißt, es vernichtet Diener, aber nicht mich.
Gut, genau, würde ich sagen. Mehr Training. Das war's. Ja, fertig. Vielleicht vorher, bevor ich den Feuerball spielen soll, aber gut. Ja. Man ist anschließend ja mal ein bisschen schlauer. Wir brauchen einen besseren Card Draw, wir brauchen besser Removal. Die Karte ist so überpowered, kann ich euch sagen. Für einen Mana. So ein riesengroßer Schwachsinn. Ah, und Sport. Zumindest keine schlechte Wahl gewesen. Aber ich würde auch sagen. Damit kann ich auch dienen. Für den Kreuzzug! Ich! Mehr Training? Ich gehe mal ein bisschen mehr in die Offensive. Damit ist auch sein Gift weg. Und wenn er nicht irgendeine Verstärkung von den Bestien macht, dann könnte ich mit Demut Gottesschild auf jeden Fall einen zerstören. Nicht sogar, wäre möglich, einfach nächste Runde zu gewinnen. Wenn er nicht irgendwas mit Spott rausholt. Ja, dann müsste es mich nochmal angreifen. Das ist halt Gottesschild, wa? Du hast aber noch 6 Mana. Ich lass die Runde los. Gut, aber du bist ja kein Wildtier. So. Schließt euch uns an, dieser Start. Mehr Training. Hey, wir haben es auch mal gerusht geschafft. Juhu. Und wir haben 40 Gold bekommen, weil wir jetzt Magier mal gewonnen haben. Ja, vielleicht kriegen wir es doch jetzt einigermaßen hin, noch ein bisschen an Schlüssel ranzukommen. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.